Also vor allem war ich sehr geehrt, dass ich von Maris gefragt wurde, hier zu dirigieren und mit meine Stücke aufzutreten. Deswegen hat er auch 2 Wochen geplant, damit wir genug Kompositionen von mir aufführen können. Auf diese Weise, dass wir 2 Wochen Zusammenarbeit haben mit diesem wunderbaren Orchester. Ich bin so glücklich, seit 2 Tagen bin ich hier, aber ich fühle mich wie in einer Familie. Also sehr, 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 sehr lieb und nicht nur lieb, sondern fantastisch in der Qualität auch. Also in diesen 2 Wochen haben wir 1, 2, 3 Kompositionen, glaube ich, von mir, aber die wichtigere, ein Klavierkonzert, das der Zifrapsodia Titel hat, dann ein Violinkonzert, Alhambra, in der nächsten Woche und ein Orchesterstück, das Siren's Song heißt. Das ist nur ein Orchesterstück, das werden wir auch in der nächsten Woche lernen und spielen. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Angebot für das Publikum, weil die sind relativ neue Stücke, also die zeigen den Zustand von meinem jetzigen kompositorischen Denken. Meine Kompositionen sind in einer bestimmten Linie mit der Sprache verbunden, mit den Sprachen im Plural. Ich denke, dass die Musik ist eine allgemeine Sprache, dass in der ganzen Welt eigentlich alle Leute verstehen als Kommunikationsmittel. Man spielt nur einen Ton oder man singt nur einen Ton und es entsteht schon eine Beziehung zueinander. Die brauchen nicht unbedingt Texte zu haben. Das ist, reicht, wenn der Ausdruck so klar ist, dass man über Freude oder über Besorgnis einen Eindruck bekommen hat und dann ist man sofort miteinander verbunden. So diese Qualität der Musik als zweite oder ich würde fast sagen als erste Sprache, erste Kommunikationsmittel, weil die Wörter sind, die wir normalerweise beim Sprache benutzen, die sind schon viel gebundener. Also da muss man eine Sprache lernen, wirklich, während die Musik auch ohne zu lernen funktionieren kann. Das zeigt sich auch durch die verschiedenen Instrumente, dass die Blechinstrumente zum Beispiel ganz anderen Eindruck geben als Holzinstrumente oder ein Klavier oder ein Streichinstrument. Kann ganz andere Sachen erzählen als ein anderes Instrument, als ein anderes Material. Also diese Materialverbundenheit im Schlagzeug zum Beispiel sehr stark, ob das ein Trommel ist oder ein Xylophon ist oder aus Metall, aus welchem Material der Klang besteht, das gibt auch schon sehr viel Information für die Menschen. Ich habe 2 charakteristische Formen für meine Musik, das ist eine die Oper und andere sind die Solokonzerte mit Orchester. Die Oper hat einen sehr merkwürdigen Ablauf bei mir, Herkunft. Ich war sehr jung in Ungarn, in Budapest, als ich schon im Theater gearbeitet habe. Ich war mit 17 Jahren der musikalische Leiter von einem großen Budapester Sprachtheater. Und dadurch konnte ich sehr viel Zeit während der Theaterproben teilnehmen. Also das Theater als Form für mich steht mir am nächsten. Die Musik steht danach, also zuerst bin ich ein Theatermensch und danach bin ich musikalisch irgendwie begabt. Und deswegen kann ich zum Beispiel kein Text schreiben mit dem Text, aber ich kann ein Stück schreiben mit Musik. Ich brauche immer jemanden, der mir die Wörter dazu gibt. Also diese Aktivität bei mir, Opern zu schreiben, ist die Hauptsache. Bis jetzt, in den letzten 20 Jahren, habe ich 13 Opern komponiert.
Und ich habe das große Glück, dass sie auch gespielt werden. Also nicht nur aufgeführt und danke, sondern sie stehen auf dem Repertoire und alle 13 werden regelmäßig in der ganzen Welt gespielt. Und ich glaube, damit im Zusammenhang steht, dass ich sehr gerne Konzertstücke schreibe für die Solisten, weil das sind für mich auch irgendwie Porträtstücke. Also wenn ich eine Oper schreibe, dann sehe ich eine Figur vor mir und ich gebe diese Klangwelt um diese Figur herum, ob es ruhig ist oder nervös ist, ob es alt ist oder jung ist, oder guten Gemüt hat oder gerade schlechten Gemüt, tragisches Leben oder ein leichtes Leben. Was kann ich alle in der Musik um diese Figur her ausarbeiten? Und wenn ich Konzertstücke schreibe, auch sehr viel, also etwa 18 verschiedene Konzertos, dann ist für mich sehr wichtig, dass ich die Person kenne, dem ich das schreibe. Und dann kommt eine Art Porträt, also in Anführungsstrich, hervor, in dem seine Möglichkeiten, seine Fähigkeiten, technisches Können, aber auch die Persönlichkeit wird in dieses Stück dann ausgearbeitet, musikalisch.